Hallo und damit eine weitere Folge für ein GTA. Diesmal mitten in einer Polizeijagd. Und wenn du Bock hast, kannst du natürlich weiterfahren. Das ist nochmal die andere Seite GTA. Ich würde einfach sagen, viel Spaß. Als wenn ihr mit euren Waffen was an die Reifen ausrichten könntet. Aber ihr probiert es irgendwie immer wieder. Das war früher das geilste Parkhaus gewesen. Schade, dass der Glitch nicht mehr geht. Jo, hi. Ich hoffe, das geht für dich in Ordnung. Ich habe gerade angefangen aufzunehmen. Okay. Das geht in, soll zumindest in YouTube rein, dass meine andere Ecke GTA wieder. Wie bitte? Mein Auto wurde beschlagnahmt. Ach so. Wer meinen sind sie denn? Nehmen sie dir einfach dein Auto. Ja, ich sitze gerade im Porsche. Ich genieße gerade die Fahrt mit dem Auto. Mit geil. Musik hier. Ja. Hast du den gerade gesehen? Nee, leider nicht. Ich sitze gerade im Auto. Also ich habe gerade Ego-Sicht. Dadurch.
doch. Wie der rumpelt's hier. Ich hab da gerade irgendwas gehört. Achtung, andere Spieler. Wahrscheinlich. Doch. Guck mal, er schläft. Du bist ja nicht zum schlafenden Menschen. Aber war der falsche Schlafplatz, ne? Oh, Dann drückt sie von außen. Lockt die jetzt noch hin so zwei Reihe und dann heute ab. Klar. Na, was mit euch los, ihr Winder? Hat das schon mal einer gesagt, dass die Ego sich richtig geil aussieht, während du die Polizei ausdrückst? Kennst du noch den Trick von mir, wenn ich vorwärts und dann den hier mache? Hm? Oh, es hat geklappt! Na klar! Läuft doch! Das ist Straßenwalzer, was du da tanzt! Und mir soll mal noch einer sagen, Auto kann nicht tanzen! Ciao, ciao, Bolle! Man sitzt sich. So, MTV. Ich mache erstmal eine Folge voll mit Polizeijacht. So eine Folge muss einfach drin sein, gerade weil es so schön lange dauert gerade. Es hat richtig gut.
du weißt, wie lange die Verfolgung bei mir dauern kann. Ja, das hat das Gute daran. Ja, weiß, vielleicht kriege ich auch ein paar mehr Folgen hin. Jo, danke. Aber ich komme auf dieses Angebot auf jeden Fall zurück. Wie die alle fahren, ey, ne? Echt, echt, naja. Ja, ja. Ist ja kein Problem. Wollt ihr mitfahren? Ja, nachher nochmal. Okay. Dann komm ich jetzt gleich. Okay, ach so. Mike, ich hab nur noch. Okay, wieder 50% Leben. Oh Mann, ey, guck sie dir an, ne? Guck sie dir an. Ist ja blöd, ey, warum fährt der dagegen, ne? Was, wir sollen weiterfahren? Gut, machen wir. Hat er gesagt, wir sollen weiterfahren, also. Und jetzt weg, genau. Klar, da hinten stehen sie alle. Okay, man hat zwar jetzt nicht so viel gesehen, aber... Na gut, das kommt auch schon mal vor. Dafür gibt es ja den netten Überwollkäfig. Hier drin, die schicken Strähnen hier. Kann schon mal vorkommen. Naja, echt mal. Echt mal, ne? Hallo. Tja, dieser Wagen ist jetzt ganz in sein Element. Genau. Ah, das war damals mit Räuber 1 auch schon so, dass die Autos hinten am leichtesten sind. Da vorne ist ja der schwere Motor drin. Also schiebt man sie einfach weg. Wenn ihr jetzt auch runterkommen. Komm mit diesem. Ja, die springen ja auch runter. Na klar, ey. Ihr wisst, was Tuk-Tuk gerade ist? Hm? Mike weiß es bestimmt, denke ich. Was denn? Weißt du, wo das Tuk-Tuk-Tuk ist? In GTA? Wo was ist? Das ist ja, das Tuk-Tuk-Tuk. Ja, in GTA. Jupp, weiß ich. Gut. Wenn ihr da hinterher habt, bis Bock habt, fahrt da mal hin. Ich stehe da mit dem Auto draußen und höre ein bisschen Musik da. Unsere netten Freunde haben uns immer noch gerne. Im Moment immer noch mit 3 Sterne. Und Mike trickt sie gerade voll aus, die Typen. Die wollen Polizei heißen hier in GTA.
Weißt du? Oder wenn jetzt unterwegs dein Auto und auf dem Kofferraum siehst du das nicht. Okay. Ein Wagen mit offenem Koffer. Ah ja, gut, okay. Ja, sieht geil aus, die Karre. Hat auch was, so ein Lowrider. Ah, du siehst ja, wie wir sie gerade austricksen, Jani. Ja. Sieht so ins Parkhaus drin, das ist dann. Aber aufs Dach gefahren, ja. Wenn ihr ein paar Kreise gedreht, dann wird wieder runtergefahren. Dann sind hier genug Autos oben. Von der Polizei. Ja. Oder vielleicht sogar runtergesprungen. Kann auch sein, hier sind ja auch Schanzen. Und der Porsche kann auch alles, ja. Schnell fahren kann er, driften ist er auch gut. Das sind sie wirklich. Wie gesagt, die wollen Polizei heißen, ja. Yippie! Der Hubschraubschraub denkt auch, er kann uns holen. Oh mein Gott. Nee, da ja, kommst du nicht rein. Schade eigentlich. Okay. Wo bleibt denn die Bulle? Tja, das ist Polizei GTA, die peilen nix. Wie die da sind, sind wir schon sonst wo. Okay, was soll denn da, naja? Das sind die NPCs, die passen aber nicht auf. Das gehen. Tja. Jo, später, Jungs. Siehst du, die versuchen es jedes Mal, ne, aber nicht.
Gut, werde ich mal wieder zur Abwechslung die Ansicht ändern. Damit wir auch mal nach hinten glotzen können. Tschüss Jungs, man sieht sich. Viel Spaß noch. So war das nicht geplant, ne? Vorsicht, Auto. Hi Jungs. Oh Mann, die fahren aber erstmal Kurven, ja. Ich hätte mal gleich. Okay, mein Controller ist leer. Ich muss mal kurz laden. Ich bin dann gleich wieder für euch da, Leute. Mal nehmen wir Kabel. Und zockt weiter. Sorry für die Unterbrechungen. Das lag daran, weil ich den Controller laden musste. Ich weiß, deswegen lade ich ja schon. Gut. Ja, das Auto sieht schon lecker aus, aber hält noch was aus. Geil, ja, mit ihm. Okay, Mike, versuch mal kurz schon ein paar Sekunden eine ruhige Ecke zu finden, wenn ihr durch bist. Bei dir. Aber wo der Heli ist wieder da? Ach, hallo Bahn. Genau, hier ist gut. Hier kannst du schon warten. Okay, Leute, ich bin gleich wieder für euch da und dann geht's in dem zweiten Teil weiter. Von der Polizeiverfolgungsjagd.